Hallo und herzlich willkommen zum Unboxing der Turbine Steel Collection von The Texas Chainsaw Massacre, dem Original. Einige von euch werden bereits die limitierte Sonderedition ebenfalls von Turbine Medien haben, die eben auch aus einem sehr schönen Package besteht und eben auch aus einem, wie ich finde, ultimativen Booklet, in dem halt wirklich alle möglichen Dinge drin stehen, also auch die ganzen Indizierungsbriefe und so weiter. Also wirklich eine sehr, sehr, sehr schöne Edition. Etwas neuer ist die vorstehende Steelbook-Edition, die eben den Anfang bildet einer ganzen Steelbook-Sammlung von Turbine Medien. So, und ich habe hier schon mal den Umschlag abgemacht. Also ich weiß nicht, ob ihr das so erkennt, aber dieses Steelbook, das ist halt partiell lackiert, ne, mit so einem Hochglanzlack. Also das ist eben zum Beispiel das Gürteltier, der Text und der Bus und eben auch auf der Rückseite die Kettensäge, die ikonische, eben etwas mehr glänzen als der Rest. Und innen drin sieht es dann eben so aus. Ja, da gibt es dann eine Blu-ray mit dem Film und eine Bonus-Blu-ray. Und hinter den Blu-rays findet sich dann eben die berühmte Abschlussszene, in der man eben denkt, okay, das war's. Ja, das Mädel ist hinüber, letztendlich. So, und ich habe, wie gesagt, diesen Umschlag hier, ja, bereits abgemacht, damit ich die Blu-ray so ein bisschen besser auf den Drehteller stellen kann. Und ja, hier auf der Rückseite sieht ihr eben auch, was eben auf der Bonus-Disc alles enthalten ist. Und zur Ausstattung, die wirklich sehr, sehr umfangreich ist, gehören eben diverse Audiokommentare von den Machern. Auf der zweiten Disc gibt es eben auch mehrere Dokumentationen und Interviews. Und ja, entfernte Szenen und Outtakes. Ja, es ist wirklich eine ganze Menge, was hier geboten wird. Und ja, also wie ich einfach schon angedeutet habe, es gibt auch noch mehr Turbine Steel Collection Steelbooks. Die zeige ich euch dann in den nächsten Unboxing-Videos. Und am Ende können wir uns dann auch nochmal anschauen, wie das Ganze dann, also alles, was bisher in dieser Steel Collection veröffentlicht wurde, im Regal aussieht. Ne? Also wenn man das nebeneinander stellt. Und insgesamt finde ich, das ist halt eine sehr schöne Sache. Also ein tolles Sammlerobjekt für alle, die die ultimative Collector's Edition nicht mehr abbekommen haben. Und ja, ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Und wir sehen uns dann einfach im nächsten Unboxing-Video. Bis dann. Ciao, ciao.